Autos mit Schwiegermuttersitz gibt's längst keine mehr. Der Triumph 1800 Roadster aus dem Jahre 1947 ist ein ganz besonderer Vertreter dieser ausgestorbenen Gattung. Besitzer Peter Ille über die wichtigsten Eckdaten seines seltenen offenen Briten. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um den klassischen Triumph Roadster, den es in zwei verschiedenen Ausführungen gab, als 1800er und als 2000er. Speziell dieses Fahrzeug ist ein 1800er, war ja 1947 mit 1800 Kubik und ca. 68 PS. Der Engländer wirkt wie ein Auto aus den 30er Jahren. Viel Chrom, freistehende Lampentöpfe, bauchige Kotflügel, schwellende Formen, wohin man blickt. Dabei war der TR 1800 Triumphs erste Neukonstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg. Kaum zu glauben bei der antiquierten Optik. Speziell im typischen Farbton Gunmetal Grey sieht der rundliche Rechtslenker wie ein zu heiß gewaschener Bentley aus. Die Proportionen des 4,20 Meter langen Roadsters stimmen hinten und vorne nicht. Vor allem hinten. Das Heck ist dem Designer einfach zu klobig geraten. Innen stimmt die Mischung hingegen. Das Triumph-Interieur bietet Leder und Holz satt und beweist aufs Neue, dass es früher ohne den massiven Einsatz von Kunststoff ging. Der Rechtslenker zeigt reichlich seine verspielten Details und bietet auf der durchgehenden Sitzbank zur Not auch drei Passagieren Platz. Unter seiner zweiteiligen Motorhaube macht sich der solide Grauguss-Vierzylinder mit 1,8 Liter Hubraum und einer Leistung von laut Werksangabe 65 PS breit. Ein Solex-Vergaser versorgt den bislang nur wenig gelaufenen Langhuber mit Gemisch. Nicht nur die kleine Stückzahl von 4.500 Exemplaren hebt den Preis. Vor allem der Schwiegermuttersitz mit aufklappbarer Windschutzscheibe macht den schrulligen Engländer so interessant. Die beiden Sitze sind zwar spartanisch, aber mit Leder bezogen. Stilvoll leiden, heißt das Motto. Über die serienmäßigen 5 Sitzplätze sind wir auch sehr dankbar. Wir können dann auch die 3 Töchter unseres Freundes und Nachbarn mitnehmen, der einen TR3 besitzt und halt leider nur auf 2 Sitzplätze zurückgreifen kann. Also nichts wie rein in die gute Stube und raus auf die Landstraße, wo sich der TR 1800 Roadster am wohlsten fühlt. Selbstmördertüren mit Schwung schließen, Zündung an, Starterknopf drücken und ab die Post. Keine Frage, dieses Auto stiehlt jedem Ferrari die Show. Vorausgesetzt, die 2 Plätze in der hinteren Fahrgastzelle sind auch besetzt. Doch bisher hatte Besitzer Peter Ille nicht die geringsten Probleme, begeisterte Mitfahrer für eine gediegene Landpartie in seinem Triumph zu finden. Dank der großen zweigeteilten Scheibe genießen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene ordentlichen Schutz vor dem Fahrtwind. Im Gegensatz zu seinen Nachfolgern TR2 bis TR6 ist der TR 1800 kein Sportwagen, sondern vielmehr der gemütliche Tourer. Seine Domäne ist eindeutig das gemütliche Dahinbummeln bei Tempo 80 auf wenig befahrenen Landstraßen. Einer sportlichen Fahrweise steht ohnehin das hohe Wagengewicht von gut 1,2 Tonnen und die schwammige Lenkung im Weg. Also lässt man den Dingen einfach seinen Lauf, genießt den noblen Charakter des seltenen Engländers und nimmt nochmal einen tiefen Atemzug würzige Landluft zu sich.